Willkommen in den wunderschönen Pyrenäen. Die Bergkette zwischen Frankreich und Spanien. Wir fahren jetzt die verrückten Berge entlang zu einem mysteriösen Land namens Andorra. Lana ist bereits dort. Sie sagt, das ist wunderschön. Ich wollte Andorra schon seit Jahren sehen. Und danach haben wir noch unterwegs ganz viele Tipps von Städten in Spanien, die wir auf jeden Fall abchecken werden, bis wir dann an der spanischen Küste ankommen. So, aber als allererstes ab nach Andorra. Da hinten steht mein Auto. Ab geht's. Oh Mann, jetzt weiß ich, was Lana meinte. Wir nähern uns Andorra. Oh mein Gott. Oh, die Berge haben es echt in sich. Was für ein Härtetest für den Motor. Lana hat mir geschrieben. Ich habe jetzt bei einem See geparkt. Boah, kannst du mich bitte abholen kommen? Ich habe das erste Mal Muskelversagen gehabt. Ich habe es gerade so ins Café geschafft. Bin kurz davor fast zusammengebrochen. Ich schicke dir meinen Standort, falls du auf dem Weg bist. Ich hoffe, du bist nicht so weit weg, aber sag mir Bescheid. Ey, was ist denn mit der falsch? Fährt in ein fremdes Land und läuft erstmal, bis die Muskelversagen bekommt. Oh, da ist sie. Die Grenze. Boah, willkommen in Andorra. Wahnsinn. Der Sprit ist hier 50 Cent günstiger als in Deutschland und in Frankreich. Alles voller Tankstellen hier. Ich sollte sie hier abholen. Alter, wo kann die denn bloß sein? Jetzt bin ich zum letzten Standort gefahren, wo sie ihr Auto abgestellt hat. Keiner da. Mann, ey. Das kann's doch nicht sein, ey. Wo treibt die sich denn rum? Wir gucken jetzt hier mal herum. Ich fahre jetzt schon seit einer Stunde. Hallo. Kann sie zum Verrecken nicht finden. Hier muss man sich eigentlich ein Ticket holen. Aber ich hoffe, das geht mal so. Was glotzen mich denn alles an? I'm looking for my friend. She was here like 1 hour ago. No? Okay. Okay. Nee, keine Ahnung. Hier gibt es bestimmt irgendwo WLAN. Boah, alle verschlüsselt. River Encamp 3. Schon zweimal an mir vorbeigefahren. Café Xocalati. Aber da war sie nicht. Ich muss jetzt auch schon wieder weiter. Weil ich habe ja kein Parkticket. Haha, geiler Typ. Der parkt dort einfach auf dem Kreisverkehr. Hat mir eben gewunken. Ey, kann ich deinen Parkplatz haben? Yeah. Also parken ist echt scheiße in Andorra. Jetzt fahre ich hier wahllos herum und suche einfach auf der Straße nach ihr. Sie ist nicht im Café und gibt noch nicht mal einen Hinweis, wo sie jetzt sein könnte. Oh, ich habe mir unten WLAN geholt, ihr geschrieben, dass ich hier hinfahre. Sie ist einfach nicht aufzufinden. Ich habe die jetzt 2 Stunden lang gesucht. Irgendwann ist nochmal Schluss. Sie ist auch hart im Nehmen. Sie ist alleine nachts über die malaysische Grenze gelaufen. Wusste nicht, wo sie übernachten soll und sowas. Also das packt sie schon. Das Fräulein ist angekommen. Was ist falsch mit dir? Zweimal bist du erstmal und dann stand ich direkt, ich habe bezahlt, stand direkt draußen und dann habe ich 45 Minuten gewartet. Ich so, nein. Er kommt nicht zurück. Dann hast du mich erst die letzten 2 Mal gesehen. Ich bin mindestens 10 Mal vorbeigefahren. Ich habe so einen Hals gehabt, ne? Ja. Weil weißt du, was das für ein Stress ist? Du kannst ja auch gar nirgendwo parken. Erstens ist kein Platz frei, zweitens kostet das was. Ich stand dann erstmal, ich war auch sauer erstmal, also dachte mir so, Alter, also warum schreibt er mir nicht? Weißt du, was? Ja, weil ich kein Internet habe. Das weiß ich doch nicht. Ja, wir sind in Andorra. Ja, du hast auch kein Internet hier. Du hast dein Auto. Vielleicht hast du überall halt Verbindung. Das EU, das ist außerhalb der EU. Hier hat keiner Internet. Hier muss man uns SIM-Karten. Und in der Zwischenzeit bin ich hochgelaufen, hab dabei geheult, weil meine Beine einfach so richtig, ich weiß noch nicht, was los war. Ich hatte keinen Bock da drauf. Ja. Ne, ich dachte mir so, nein, der Weg kann noch so schön sein, ich hab da keinen Bock der drauf. Der war wunderschön, wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Willst du den nochmal gehen? Auf gar keinen Fall. Einfach gemacht, ne? Und dann war ich oben und ich dachte, du hast mir vielleicht eine Notiz hinterlassen oder so. Dann habe ich mir Sorgen gemacht. Ich so, ich hoffe, alles ist okay, weil die Stadt ist so stressig. Ich habe auch fast einen Unfall gehabt, weil mir einer rein, so, ne, geschnitten hat. Ja. Also bist du nach Gefühl hier hingefahren? Ja, danke. Hattest du beim Zoll an der Grenze Probleme? Gar nicht. Mich haben die angehalten. Echt? Ja. Oh shit. Haben gefragt, was haben sie, was transportieren sie? Ich bin so, Camper, okay, wo fahren sie hin? Ich so, hier, ich wusste nicht, wie das heißt. Andorra City, habe ich gesagt. Ja, fahren sie weiter. Ich so, okay. Ich bin hingefahren, er guckt so,
Er guckt so in mein Fenster, weil das Ding war unten, ne? Das heißt, er kann reingucken, alles voller Müll und so. Und er so, okay. Ja, kein Bock gehabt. Also, fuck, zu viel Scheiß. Ne? Hier ist alles oberbillig. Ey, da würde ich Sprit gesehen habe, ich so... Nur 50 Cent günstiger, ne? Hast du voll gemacht jetzt? Nee, noch nicht, weil erstmal dachte ich auch ein bisschen. Aber stimmt. Alter, bevor wir gehen, direkt so. Ja. Aber Essen ist fertig, weißt du, das ist so... Hast du Essen da? Ja. Yeah. Ich hab kein Trinken, ich habe nur noch Haferflocken zum so reinstopp. Ich habe heute nichts gegessen. Nix. Es war auf jeden Fall sehr chaotisch heute. Ja, mich auch. Das ist heute der Plan. SIM-Karte holen. Auf jeden Fall SIM. Gucken. Ja, genau. Preis wegen SIM-Karte. Ich habe auch ein paar Sachen gemacht. Mal Wasser wollte ich auch holen, aber ich konnte nicht mehr tragen. Ne? Ja. Aber so, ich würde echt gerne, also alles, was sonst herbe teuer ist, also sowas wie Kameras, wer weiß, vielleicht sind die übelst günstig hier. Wie was? So elektronische Sachen halt. Ne? Achso, Kameras. Weil ich bin einfach nur neugierig, dass wenn das tax-free ist, wie viel günstiger das eigentlich ist. Ja, mhm. Gucken wir uns alles an. Genau, das ist eine gute Idee. So. Aber ich klemme die Batterie noch ab, weil ich ja hier eh länger stehen werde. Zack. Fertig. Los geht's. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich... Weißt du, Pyrenäen haben mir am Anfang schon gefallen, ne? Da dachte ich mir so, boah, hier könnte man leben, aber... Andorra hat irgendwie für mich den Extra-Reiz, ja, finde ich. Ich feiere Andorra ehrlich gesagt richtig herbe. Ich bin auch froh, dass wir hier sind. Wie findest du Osmand? Feier ich herbe. Ja? Ja. Je mehr man das kennenlernt, desto besser wird es auch, weil es echt so viel zu entdecken gibt einfach. Ja, das hat so eine mega Tiefe. Am Anfang wird man irgendwie erschlagen, ne? Ja. Aber dann merkt man, ey... Du kannst da echt alles. Ich guck da manchmal auf die Karte drauf, weißt, das ist eine geile Stelle zum Campen, weißt du? Und dann fahr ich da hin. Oh nein. Ja, weil die sich nicht bewegen, Alter. Ja, die sind nicht auf der Straße. Die stehen den ganzen Tag hier und drücken die Autos zur Seite. Guck mal, sogar dein Nummernschild ist hier dran. Wow! Oh, das kann ich nicht zeigen. Ja. Was richtig geil ist, sind die Nummernschilder. Ich finde das Wappen so geil. Das ist aber krass hier, ne, mit den Parkplätzen. Hier gibt es nicht einen freien Parkplatz. Selbst in den Bergen. Ich bin froh, dass du gestern einen gefunden hast, der gratis ist. Boah, krass. Ich dachte, das wäre die geilste Wasserrutsche auf der Welt. Boah. Hallo. Viele kommen ja hierhin nur um Sachen einzukaufen, ne? Ja, klar. Boah, wie das ausschaut. Das ist echt verrückt, das Land. Und schön, das auch einladen. We are looking for SIM cards. Do you know SIM cards? I don't know. Where, no? Okay. Okay. I'm sorry. We are looking for SIM cards. Where do we buy them? French. Ah, there, okay. Is not gonna come? Ist down? Ja, yeah, okay. Jetzt bin ich gespannt, was die kosten. Hier soll man runter. Ich glaube, der meint hinten rum oder so. Hier, Telekom meinte er doch. Unsere neue SIM-Karte. Ach da, Andorra Telekom, perfekt. Hola. Oh. Ah, okay. SIM-Karte? Du hablas vasco? Hablo solo un poco de español. Ah, bueno, todo bien. Entonces bien. Ahora os atienden aquí. Also der Typ, der hält die an, der schickt die dann hier hin, hier zieht man eine Karte. Genau, und dann hast du da den Screen. Du fühlst dich, als wird sich um dich gekümmert, weil du hast so viele Stationen. Jetzt willst du das, willst du denen was geben, weißt du, weil die schon so viel für dich gemacht haben. Solo para Andorra. Lass das bei dir, por favor. 3 GB, 20 Euro. Okay, das ist ein riesen Minuspunkt. Das ist so ein geiles Feeling, ne? Hier sind die Autos, hier sind die Geschäfte und da hinten sind die Berge. So hast du das Gefühl, wir sind richtig eingeschlossen hier, ne? Ja, stimmt so. Das ist mega geil. Supermarkt, ja. Gucken wir uns an. Der kommt aus Frankreich. Normalerweise liegt er immer bei 40 Euro oder so. Grey Goose. 1,72, ja gut. Guinness, 3 Euro. Naja, es geht, ne? Grey Goose ist hier teurer, 29 Euro. What the fuck? Größer oder so?
Was ist das? Du ziehst, wow, genau wie in Australien, du ziehst eine Nummer für die Fleischerei und dann fährst du eine Nummer auf. Ja. Alter! Krass! Boah. Weißt du noch Idiocracy? Es fühlt sich an wie Idiocracy. Ja, ne? Brötchen? Ja, aber die füllen da was in ein Dings, ne? Ein Becher. Nee, das ist super. Achso. Danke. Er hat Merci gesagt. Ich bin aus wie Franzosen oder was? zwei Charaktere, ne? Is it normal to pay cash in Andorra? Of some cash? It's better. Okay. Yes, see, better. Yeah, okay. Some countries don't like this. London, for example, you can forget about. Here, little amount in card is a problem. It's a problem? Yeah. Okay. Little amount. Thank you. Have a nice day. Yeah. Bye-bye. Sorry? Where is the old town? Old town, you have to go right there, yeah. And then you can go out the elevator. Ah, okay. Hier sollte irgendwo ein Elevator sein, ein Fahrstuhl. Yeah. Aber es ist krass, dass die hier überall Fahrstühle für alles Mögliche haben, ne? Der Polizist mit der SIM-Karte meinte auch, dann nimmt ihr den Fahrstuhl runter und dann könnt ihr zur Telekom. Das war ein Meter Höhenunterschied. Aber jetzt will ich so einen Fahrstuhl auch sehen. Da ist er. Fahrstuhl. Damit man die Treppe nicht laufen muss. Hier vor. Hallo. Komm. Moment, jetzt ja, echt, haben die hier keinen Fahrstuhl? Hammer, ne? Unglaublich. Das ist doch Steinzeit, jetzt müssen wir die scheiß Treppen laufen. Ne? Noch ein anderer Fahrstuhl, der dich hier. Ja, sollen wir gucken? Hier. Ja. Hallo. Aber es müssen zwei Männer und eine Frau sein. Entschuldigung. Hallo. Boah, es riecht hier wieder so schön. Guck mal. Entweder erste oder ganz nach oben. Dazwischen ist verboten. Dazwischen gibt's nichts. Das sieht viel zu attraktiv aus, oder? Oh, gibt da besonders Gas. Oh, shit. Dann spielt er vielleicht Musik. Lana, der spielt da Musik. Okay. Ich bin enttäuscht. Es leuchtet. Okay. Das sind die Putzfrau. Thank you für eure Arbeit. Aber die wirkt auch sehr künstlich, ne? Die Altstadt, finde ich. Das ist jetzt nicht wirklich alt, sondern das ist neu gebaut, nur im Alt-Look. Ah, ist schon echt schön hier. Lass mal ein paar Geschäfte abklappern. Also nicht Supermärkte, sondern Klamotten und so. Jetzt hast du Bock auf Pommes? Ach, und vergleichen, das ist eine gute Idee. Drei Kipper für eine kleine Pommes. Ich dachte, du hast nichts ausgewählt. Ja. Patates Petites. Will das jetzt behalten? Ja. Patates Petites. Geh kurz nach oben. Vielleicht haben die ja eine krasse Aussicht oder sowas. Man weiß ja nie in diesem Land hier. Oh, heilige Scheiße. Das ist mal ein McDonald's, ey. Natürlich haben die hier auch einen Aufzug. Oh mein Gott. Boah, Moment. Krass. Alter, was ist das für Sachen hier? Hallo. Krass. Alter, was für eine Reizüberflutung. AliExpress. AliExpress. Naja, so internationale Produkte einfach, ne? Anstatt China-Zeugs. Mixer für 20 Euro, AliExpress-Preise sind das aber nicht. Also die Preise finde ich nicht okay, aber was natürlich nicht fehlen darf in dem Geschäft ist... Das war dezent enttäuschend. Ja, ne?
Aber das ist so ein Happy Land, ne? Irgendwie. Ich bin nur am Grinsen die ganze Zeit. Das ist wie so ein Vergnügungspark irgendwie. Ja, und das ist so, es wird für einen gesorgt und so. Ich habe das Gefühl, die Polizei, die hilft einen richtig. Mitten in Andorra erstmal so ein Eleclair. Ach, das ist zum Einkaufen, dann kannst du selber einscannen und bezahlen raus. Guck mal, was für ein Kontrast, wie ranzig das hier alles ist, ne? Aber ich liebe es. Also die Preise sind irgendwie normal, ne? Da bin ich gespannt. Spanische Marke, in Deutschland teuer, aber hier günstiger. 18 Euro, meinst du, das wäre... Ist das günstig für Mango? Nee, das ist noch, weil, guck mal, die packen hier immer so ein Etikett drauf auch. Das heißt, dass das immer noch verändert wurde, der Preis. Also in Spanien ist normalerweise eins und das ist super, das ist am günstigsten. So billig. Aber meinst du, zum Vergleich zu Deutschland jetzt, ja, günstiger? Für die Stunde auf jeden Fall, auf jeden Fall. 16 Euro? Natürlich. Natürlich. Schindler. Guck mal. Das hier ist Schindlers Liste. Hast du nicht Bock, heute Straßenmusik zu machen hier? Sollen wir mal nachfragen? Ja, dann fragen wir einen Bullen. Ja, du bist eine Pennerin. Er hat mir sofort in den Augen angesehen, dass ich der Penner im Auto bin. Dass er eiskalt gesagt hat, Straßenmusik ist was Pennerhaftes. Aber das ist geil, das ist ja so, Mike, wie associated. Ja, wie verpacke ich das milde? Echt viele Leute sind der Meinung, wenn du Straßenmusik machst, bist du einfach irgendein scheiß Hippie oder halt Obdachlos. Und ja. In Australien ist es zum Beispiel gar nicht so. In Australien werden die so gefeiert. Alle Straßenmusiker werden auch von der Straße, sag ich mal, genommen. Die spielen überall. Auf ja. jedem Festival von der Stadt werden die engagiert und sowas, weißt du? Okay. Das ist so eine richtige Initiative da. Jetzt warte mal. Jetzt erklär mir mal bitte, warum ist da eine Mikrowelle? Do you speak English? There is a microwave. Why? I don't know. Doesn't it? Yes, for the. It's not spot. Not for no. use. Why? Why is it here? Decoration. Yes, I don't know. But, ja, okay. Okay, sorry. Okay, thank you. Thank you. Ja, das ist eine Mikrowelle. Ja, weil ich weiß, dass von Frankreich nach Spanien gibt es nicht allzu viele Unterschiede, aber Andorra ist ja schon echt heftig. Ja. Ne? Ja. Oh ja. Machst du es da drin? Ja. Größer. Brauchst du den Deckel? Ja. Guck mal, schönes. Waterworld mit Kevin Costner. Wow, this must be a good movie. Okay. Ich guck mal, wie hoch ich komme. Ja. So, hier links führt ein Wanderweg hoch. Das dürfte ziemlich weit sein. Hallo. Also ganz bis nach oben schaffe ich das garantiert nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Aussicht von oben aussieht. Das wird der Hammer. Also die Wanderwege sind mega geil. Die gefallen mir echt. Das ist echt. Ist zwar ein bisschen anstrengend hier unten mit den ganzen Steinen, aber man kann ja schon erahnen, dass wir voll weit oben in der Luft sind. Und ja, na, braucht man nichts sagen, ist ja total toll. Die Luft ist fantastisch hier. Wir gehen noch weiter hoch. Andorra, ey. So schöne Wanderwege. Hammer. Die Stadt total modern, die erinnert mich ein wenig an Monaco. Aber kaum fährt man ein paar Kilometer aus der Stadt raus, ist man in der Natur. Das ist echt cool. Das ist eine krasse Aussicht, ne? Da hinten sind die Pyrenäen, die weißen Berge. Andorra la Ville ist hier unten im Tal. Die große Stadt, durch die wir heute durchgelaufen sind. Das ist schon echt irgendwie ziemlich sexy. Weil man merkt, dass einem der Sauerstoff hier oben auch fehlt. Und abgesperrt. Nee, gar nicht. Ist hier ein Schild oder so? Nein. Okay, weiter geht's. Was ist das hier Schönes? Oh, das kann man aufmachen. Wow. Oh, geil.
Boah, hier geht's ja voll runter. Müssen wir machen. Boah, man sieht wahrscheinlich nichts, ne? Oh, wird schon extra abgestützt hier. Huch. Eine Flasche Wasser. Junge, 2000 Höhenmeter. Yes. Hier vorne ist eine Wasserquelle, aber diesen Schneeweg da weiterzugehen, das wird die Hölle. Dann stürze ich, gleich geht die Sonne auch noch unter und ich verrecke hier draußen, weil ich dann erfriere nachts. Ehrlich, willkommen in Andorra. Aber jetzt schnell wieder runter. Ich habe so viel Schnee in den Schuhen. Wow. Checkpoint. Okay. Geschafft. Ich kann den Sportler von vorhin verstehen. Wenn ich hier leben würde, würde ich auch ständig auf die Berge rauf und runter. Hier gibt es überall so viele Wanderrouten. Da ist ein Berg, da ist ein Berg. Und die sind alle durchzogen mit Wanderwegen. Hier ein offiziell eingetragener, der rote. Das macht richtig, richtig Laune hier. Oh. Lana und Penn oder was? Ah. Hallo. In der Nase. Alles gut? Ja, ich habe oben einen Schluck von dem Wasser hier genommen. Ich fülle auf jeden Fall mein Bordwasser auf. Ja. Das ist mega geil. Du hast jetzt echt einfach die Tür aufgerissen. Ja. Boah, die springen aber auf. Das kocht so herbe, hier drin zu sitzen. Allein die Akustik so auch, ne? Guck, ja, die ist schäbig. Ja, das ist echt einfach nur Plastik hier, ne? Guck mal, diese ganzen Kleinen. Da hätte ich echt Bock drauf. Das ist schon cool. Nein. Aber die Sitze alleine, weißt du, was die wert sind? Sehr gemütlich. Ist schon krass, ist ja einfach so stehen zu lassen. Die Verpackung von der Plane liegt noch oben drauf. Einfach irgendwie abgedeckt und ist abgehauen. 3500. Hat bestimmt was gekostet, so eine Platte. Ja, jetzt muss ich mich auch einsetzen. Boah, was gibt's denn hier? Allradzuschaltung, Difflok, Hinterachse, geil. Ach, Motorbremse, geil. Ja, war schon cool. Willst du irgendwie eine Info oder so, wem das, ne? Hier. Oh ja, okay, das ist persönlich aber, ne? Hey, soll ich dir mein Auto zurückbringen? Ja, ist so. Das kostet 20.000, 30.000, ne? Wenn du das kurz schließt und über die Grenze fährst, was will die andorrische Polizei da noch machen? Da kommt jemand. Okay, dann fahren wir heute weiter, ne? Wir haben kein Internet, deswegen können wir keinen Parkplatz raussuchen. Das heißt, wir müssen erstmal nach Spanien, um Internet zu haben, und dann können wir uns erstmal einen Parkplatz raussuchen. Ich werde wahrscheinlich länger dauern, weil die Grenzpolizei mich wieder hier auseinander nimmt. Ich bin auch gespannt. Ne? Diesmal habe ich das extra hoch gemacht, weil beim letzten Mal war das ja schon unten und die konnten den ganzen Müll drauf. Ah ja, provozierst du die jetzt, oder was? Ja, ich glaube. So, meine Lieben, los geht's. Ah ne, die Lichter lasse ich mal an. Yeah! Tschüss Andorra, hallo Spanien! Woo! Boah, endlich wieder Internet. Ja, der Parkplatz ist nicht wirklich in der Pampa. Man hätte auch da oben in den Bergen parken können. Aber dafür ist es mir heute zu windig und zu wenig sonnig. Hier haben wir einen schönen See. Da sind irgendwelche Bullen. Und da kommt auch schon Lana angefahren. Die sieht mich nicht. Ah, ich habe vergessen, dass ich meinen Druckkochtopf angelassen habe. Hast du ausgemacht? Pfeift er? Ja, das ist die Sicherung. Ja, habe ich vergessen. Guck mal, das ist das Sicherungsventil. Und wenn ich einen weiter aufmache, boah, wie das da rausgeschossen kommt. Und das ist bullenheiß. Also der Reis, der hier drin ist, der ist richtig gut. Und sonst, alles gut? Wie war die Grenze? Ich habe gesehen, dass sie dich rausgezogen haben. Und ich so, haha, und dann mich auch direkt. Und was haben sie gesagt? Kurz Kofferraum auf, jetzt haben sie irgendwas gekauft in Andorra. Ja, Essen. Und die so,
Nein, ja. Zigaretten oder Alkohol. Ist ja. Nein. Und dann so, okay. Bei dir? Angehalten. Das war ein knallharter Typ eigentlich. Okay. Der wollte mich direkt zum Zoll schicken. Meinte, ich, das ist ein Camper. Ne? Der so, ja, hast du Alkohol dabei? Nee, kein Alkohol. Hast du Geld dabei? Ist mir eingefallen, ich habe kein Geld momentan. Ne? Und dann habe ich mein Portemonnaie aufgemacht. Und ist mir aufgefallen, dass ich die russische Rubel da drin habe. Die wollte ich nicht unbedingt zeigen. Ne? Und dann habe ich schnell das bulgarische Geld rausgeholt. Da habe ich ihn entgegengehalten. Der guckt da drauf, als wäre das so Spielgeld, weißt du? Und der so, okay, komm, fahr weiter. Ja, ist richtig leckerer Reis. Das ist eine Hängebrücke, hast du gesehen? Gehen wir gleich zur Brücke. Was macht man auf einer Hängebrücke? Quatsch. Ja. Aber wie die das gebaut haben, so komisch irgendwie. Mit dem Gewinde da. First time that I saw you, I was surrounded by your light. And you were emanating from your flashing one inside. You got me where you wanted, not too far and not too close. But when I stepped outside that space, your true color shows. And you can't pretend as if nothing happened, and I seem to refocus. But there ain't no way that I'm gonna let you step in, pull me back into your hands. Are you out of your mind? So don't you dare come and pretend. Ich glaube, die sind gelangweilt, weil die schon gehört haben. Kennen sie schon, ja. Ja, die haben ein Interesse gezeigt am Anfang. Dann war so, ah ja, kennen wir schon. Die standen hier vorne? Oh ja, direkt hier. Direkt hier? Ja, du siehst ja die frische Scheiße da, ne? Ach du Kacke. Ein versucht. Der strömt weg, ne? Ja, ja. Und der versucht ihn hier rüber zu holen, aber der Hund will halt zu ihm und eigentlich da die Brücke wäre am besten, ne? Da ist er. Aber das ist schon gefährlich. Hunde können eigentlich nicht so lange schwimmen. 10 Minuten oder so, dann wird's gefährlich. Schnapp ihn dir. Der säuft sonst ab. Der Typ kommt ja rüber über die Brücke. Nein. Der ist im Panikmodus. Guck mal. Der wird so lange schwimmen, bis er absäuft. Jawohl. Na, überlebt? Hola. Gracias, hola. Na, gut. Ja. Fahren wir weiter, ne? Ja. Wie findest du das hier? Wie schön ist das hier? Ja, ja, ne? Ist echt schön entspannend. Auf jeden Fall mit dem Fluss sind sie so ruhig. Ja, und die Leute, die hier vorbeikommen, sind auch alle cool eigentlich. Bis zur Küste haben wir noch 3 Orte. Also der 3. Ort ist dann schon die Küste. Das nächste Ziel ist San Juan de la Abadeses. Von Sonja empfohlen, der Vanlife. Ja. Are you okay? Okay? Okay. Ja, Camperfahrzeuge verboten. Siehst du hier irgendwelche Camperfahrzeuge? Nee, ne? Boden. Da bin ich mega gespannt, wie Sonjas Tipps so sind. Ja. Weil wir haben mehrere Punkte von ihr bekommen. Stimmt. Und wenn das hier kacke ist, dann können wir uns die anderen eigentlich auch sparen. Ja. Und dann hinterher ist der kacke und alle anderen sind voll geil. Ja, das kann natürlich auch sein. Was ich nämlich hier am Ort komisch fand, war, bei Park4Night gibt es nur den Parkplatz. Und selbst dieser Parkplatz ist jetzt als gesperrt markiert, ne? Okay, dass da keine Camper mehr hin dürfen. Ich werde auf jeden Fall ein Bild machen und das löschen lassen, ne? Den Parkplatz. Ja. Ja, oder halt einfach schreiben, so von wegen, ne? Keine Camper, aber wenn ihr stealth seid, so dann, ne? Nee, das habe ich mit dem, oder ja. Das habe ich mit den Moderatoren, habe ich mit denen gesprochen, das geht nicht. Aus deren eigenen, die müssen sich selber rechtlich schützen lassen. Ja, stimmt. Illegale oder verbotene Sachen ist nicht so okay. Ja.
Na gut. Auch das hier, also so, warum sie das empfohlen hat, weißt du, weil sie hat ja nicht so viel dazu geschrieben. Aber weiß ja. Nicht, es muss ja irgendwas wert sein, das, wenn man. Ich, also ja, das wird voll cool sein. By the way, was ist hiermit? Hier steht nichts von, wegen von Tim. Riesenparkplatte. Scheiße. Just saying. Okay. Ich habe mir eh gedacht, dass wir nicht lange hier bleiben. Ja, nee. Kein Bock in der Stadt zu stehen. Dann würde ich eher heute noch irgendwie auf so einen Naturparkplatz wechseln. Pampa, ab in die Pampa, immer. Okay. Warum? Was? Das ist schon ein Camper. Das ist 2, 3. Wir fahren hier hin. Das ist auch, guck dir die Lage an, das ist ja perfekt. Und da drüben ist das, glaube ich, das Interessante, ne? Die Altstadt. Mhm. Aber dann trage ich den eben noch als falsch ein. Campers not allowed. Fehler melden. Existiert nicht mehr. Ort wurde gemeldet. Park for Night Community bedankt sich bei Ihnen. Bitteschön. Dein hinterer linker Reifen. Ja, das ist, weil der da aufsetzt. Also, weil der mehr, wie ist es wieder, der ist mehr eingefedert als andere, ja. Ja, auf jeden Fall viel besser. Für tausendmal besser. Ich frag mal hier, ist ein, sorry? Ist the parking free? Free. Okay, thanks. Hier würde ich, muss ich auch sagen, übernachten. Ja, schön. Ganz klar. Ich will nur gucken, was das für Automaten da sind. Ja. Die Frau sagte, es ist gratis. Ja, Elektroautos, so sieht das aus. Ah, Elektroautos, okay, gut. Und das ist da, siehst du das Schild da? Lass mal da mal hingehen. Ja. Siehst du, das ist, um Abwasser abzulassen vom Camper. Dann gibt es da hier so ein Loch und so. Das ist immer überall unterschiedlich. Ja. Würde ich nicht aufmachen. Oh, das geil. Ist zum Wasser auffüllen. Ja. Nice. Geil. Das ist in jedem Land gleich. Die alten Säcke, die da sitzen, sind alles Großmäuler. Ne? Oder? Boah. Jung, okay. Meinst du, das ist eine Schule? Nein. Wollen wir mal angucken? Ist das so Altbau, oder? Süß. Boah, Alter. Guck. Das ist eine Grundschule. Hammer. Immer wieder bin ich schockiert davon, dass egal wo du hinfährst, egal wie weit du fährst, es leben Menschen dort, weißt du? Ja. Hier sind Menschen drin, die haben ein ganzes Leben. Das ist so verrückt. Und auch so, man denkt, dass es immer so viel anders ist. Aber eigentlich sind das meistens nur die Sitten, das Essen oder so gewisse Verhaltensweisen oder so. Aber ich klopfe mal zurück. Ja. Grundsätzlich ist es immer gleich einfach. Leute gehen zur Schule, Leute essen oder gehen einkaufen, ne? Leute gehen in die Bar oder ins Café oder sitzen halt auf der Straße und das ist dann äquivalent zu Bar oder Café. Ja. Aber grundsätzlich, diese Grundprinzipien sind alle komplett gleich. Vielleicht finden wir ja hier was raus. Royale Familie, Römer. Das ist, diese Stadt ist ein Prototyp eigentlich, oder was? Krass. Was, ey? Abgefahren. Oh, la la. Moment, bevor stell dich mal so hin. Da. Warte, 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 warte. Was sind denn das für Flaggen? Ist das so ein Fußballverein oder sowas? Ich meine die Flagge. Ja? Ich meine die Flagge hätte ich jetzt schon öfters gesehen. Lesen. Reingehen. Das ist von der Flagge. Das Ding. Kannst du fragen, was das ist? Ja, pardon. Pardon, hablo solo un poco de español, pero me. ¿Qué es? Okay. Water riot. Da stehen gar keine Namen drin. Ey, weißt du nicht, wie Klingelmännchen gehen? Du musst hier bei mir sein und dann losrennen. Ja, klar. Ich hoffe... Ah ja, hier steht doch was dran. Jomonze oder Carniceria Dial? Nee, die wollen unten. Ja, dann nehme ich unten. Ja, das war's, ne? Das ist echt so ein Mini-Dörfchen. Ja, richtig süß. Das ist süß, ne? Das ist echt schön.
Kaffee. Wenn wir da rechts die Straße hochgehen, kommen wir in so einen Kaffee, wo ich den Opa da gegrüßt habe. Das ist ein Lottostand. Wie geil. Wie geil, ey. Heftig, ey. Guck mal, hier kannst du die... Ja, was hat der denn? Ich hab 6 Millionen gewonnen. Krass. Die nehmen hier... In Deutschland sind die Gullis alle aus Beton, ne? Hier nehmen sie Plastik. Ist billiger. Hallo. Hallo? Das ist Plastik, definitiv. Hallo, I'm sorry. What is this flag? Politics? Yes. Ah, political party? Yes. Ah, alright, thanks. Krass. Alter, die hängen Parteiflaggen hier aus dem Fenster raus. Mann, ja, sind schon irgendwie bekloppt, ey. Stell dir vor, du hängst dir aus deinem Fenster eine CDU-Flagge oder sowas. Wer macht denn sowas? Er hat sich weggesetzt. Das ist so witzig. Also der eine sah aus, als ob er mit der Partei nicht so dicke wäre. Und jetzt hat sich der andere weggesetzt. Ach du Scheiße. Also die haben hier in der Ecke Spiele einfach so. Das sind schon Regeln für jedes Ding. Der Schaf habe ich gerade auch schon gesehen. Ja, geil. Hola. Du laberst mit der einen da über Yoga und Orte und so, du kannst keinen Kaffee bestellen oder was? Thank you. Boah. Ja. Alter, der ist dickflüssig. Boah, aber sowas von. Das ist ultra hart, ne? Das ist der Absinth unter den Cafés. Ich dachte, das wäre irgend so ein Firmengelände oder so. Sportplatz. Nice. Woo! Geiles kleines Städtchen. Hallo. Süß hier, ne? Sehr süß. Futtern mal was. Jetzt habe ich Kohle. Jetzt habe ich richtig Kohle. Scheiße. Der verliert auf jeden Fall Luft hier. Krass. Ja, da muss ich einen Mechaniker finden. Ja. Schon wieder, ey. Weißt du, woran das liegt? Weil ich die Kreisverkehre mal links so eng nehme. Und diesmal habe ich, glaube ich, das sogar gehört. So ein Bumm. Dass irgendwas dann hier irgendwo einen Reifen reingesteuert. Ja, hier sehe ich es. Nagel. Ja, okay. Siehst du, da ist ein Nagel reingegangen. Die ziehen den raus und die nehmen den Reifen ab und kleben das dann von innen wieder neu. Mhm. Krass. Wir gehen nochmal in die Stadt, um zu gucken, wie das Nachtleben so ist. An einem Montag. Weil die Theorie ist, dass die wegen Siesta, dass die dann später noch aktiv sind. Für die Uhrzeit sind echt noch viele Autos unterwegs. Das stimmt allerdings. Ja, ich glaube, dass da ist was dran. 9:30. Ja, Montagabends 9:30. Ne? Dafür ist das schon... Krass, ja doch, die sind aktiv hier. Ist eigentlich ein cooles Konzept, ne? Mittagspause zu machen und dann... Aber was auch geil ist, ich weiß nicht warum, aber die Lichter... Ich weiß nicht, die Straßen sind so cool irgendwie hier, ne? Ah, Dönerbude. Okay, 9:30 für eine Dönerbude, das ist okay. Willst du einen? Auf gar keinen Fall. In Frankreich hatten wir... Hallo. In Frankreich hatten wir den schlimmsten Kebab, den wir jemals gegessen haben. Der war so einfach nur Klumpen Fett, ne? Boah! Fett, den man einfach nur Kebab gekauft hat. Also hier geht echt schon so... Ja, ne? Ja, das läuft. Dafür, dass das so ein Mini-Dorf ist. Der ganze Müll ist hier. Aber nee, die sollten... Wie war das mal? Genau, die stellen das hier raus, ne? Ja. Und da steht dann irgendwie ein Apartment drauf oder so mit einem Edding. Aber wie steht das? Nur, was für ein kleiner Eimer das ist. Hier steht der Name drauf. Ja, so Mini-Eimer, ne? Aber jetzt mal kein Scheiß, für so ein Kackdorf ist das echt viel, was hier abgeht. Hammer.
Das ist cool. Das ist krass. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da auch drauf. Ne? Jetzt durch Spanien zu ziehen und immer Siesta, dann halt Ruhe haben und dann bis spät abends. Das ist schon ziemlich cool, ja. Genau. Deswegen, das wird auch bocken. Also so, ich glaube, dass wir auch echt länger wach sein werden, einfach weil abends die Post dann abgeht. Vor allem am Wochenende wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, stimmt. Wann waren wir hier? Irgendwann im Mittag, da hatte die zu. Jetzt hat die offen. Das sieht cool aus, Mann. Alter, das sieht echt cool aus. Das ist ja geil. Ich freue mich richtig, durch Spanien zu reisen jetzt. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Zeit verbringen, wenn das in Frankreich ist. Hallo. Ja. Boah. Dann gehen wir nach Hause. Schon zu spät für den alten Tobi. Jetzt hast du die Kante gesehen? Die war voll hoch. Du musst doch voll drüber klettern. Du hast doch schön beleuchtet, ne? Look at that door. It's a magnificent door. Look at this door. It's great. Now leave your money here and fuck off. Ja, geil. Das ist cool. Also erstens, Sonja, top. Ach, ja. Ich bin echt auf die nächsten zwei Orte gespannt. Ja. Und dann sind wir endlich an der Küste. Ja, cool. Ab zum Auto. Pennen. Morgen geht's weiter. So, ich sehe, wird Lana auch gerade geweckt. Wir schauen uns als erstes mal den Reifen an. Der Mechaniker ist ungefähr 20 Kilometer entfernt. Die müsste ich schon schaffen. Man sieht deutlich, dass hier Luft raus ist. Guckt euch das mal an, ey. Mist. Und hier wie immer der Nagel. So eine Kacke, ey. Ich guck mal, ob hier noch irgendwelche anderen Schäden sind. Aber naja, die wird er dann auch machen können. Na, wurdest du auch geweckt? Ja. War toll, ne? Ja. Ich fahr los, ne? Ja. Okay, dann du bleibst hier, ich komme dann einfach zurück. Mhm. Das heißt, wir müssen den Reifen noch so gut aufpumpen, wie es geht. Da sind nur noch 1,2 Bar drauf, das ist echt gar nicht gut. Ich hatte an dem Reifen schon mal ein Problem in Albanien, den habe ich mir eine Schraube reingejagt. Und da hat er einen Monat gebraucht, bis der auf 1,2 Bar runtergegangen ist. Jetzt hat das keine 24 Stunden gedauert. Das ist echt scheiße. Das heißt, ich muss auf jeden Fall super vorsichtig fahren. So, da sind wir. Pneumatics oder Pneumatics Penin. First Stop. Mal gucken, ob ich abgezogen werde. Er schaut ganz gut aus. Ich habe ihn gefragt, habla inglés? Er sagte nein. Dann habe ich ihm das hingehalten. Per Translate einen Text vorbereitet. Ich soll hier warten. Und dann machen die das gleich. Kann man mal drüber gucken, ey. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, die Hinterbremsen habe ich ja selber gemacht. Oh ja, das sieht gut aus. So, und das war's auch schon. So schnell geht das. Das war jetzt eine halbe Stunde oder sowas. Hat 25 Euro gekostet. In Deutschland habe ich 45 bezahlt. Ich habe ihn dann 30 Euro gegeben. Wollte er erstmal gar nicht annehmen. Ich habe ihn dann dazu gezwungen und dann konnte er doch plötzlich Englisch. Aber nur thank you. Hola. Es fängt an zu regnen. Ein Ast! Der im Boden steckt. Wie heißt die? Wie heißt die Stadt? Besalú. Oder? You had problems here in Spain with sleeping? Ja, ja, it's the first time too. Yeah, but I think it will be okay. Where are you from in France? In Paris. Paris, yeah, okay. We travel in France since Saturday. We almost 2 months now. Through Germany, Luxembourg, France, Andorra, Pyrenees for what, 2 weeks, and now here, okay. And slowly to Portugal. Maybe 1 year we will be back. One year? Yeah, we can like computer work, she makes music. Okay. So just if you can do this, you should do this. Yes. It's nice. It's nice. We are lucky. Okay. It's nice, no? Like 1-2 weeks, travel a little bit. Yeah. We must go back because the children and we must work. Yes, work. Okay, see you later.
So, das waren unsere Nachbarn, schöne, nette Franzosen. Eine ganze Familie in so einem kleinen Van reingestopft. Wir sind in Besalú. So, aber vom Vorbeifahren sieht es so aus, als ob das ziemlich touristisch wäre. Aber Sonja, die Vanliferin, hat es trotzdem empfohlen. Und die letzte Stadt war schon so geil, das wird bestimmt richtig gut. Der Anfang sieht schon mal hammermäßig aus. Ich habe die Nachbarn kennengelernt. Franzosen haben nur ein deutsches Auto geliehen. Ja, aber ist auch unüblich, ne, irgendwie. Ja, Franzosen mit einem deutschen Nummernschild. Ja, die Aussicht ist schon mal, boah, hammermäßig. Das ist ja wie, als wären wir bei Walt Disney oder sowas. Wahnsinn. Du willst gucken, was das hier ist? Guck mal lieber, was das da ist. Wahnsinn. Also ist echt schade, dass in Deutschland alles weggebombt wurde. Ich kann mir vorstellen, da würde alles auch so aussehen. That's my best effort. Weißt du, warum ich das cool finde? Weil das zeigt, dass die hier echt Geld in die Stadt stecken. Ja. Dass hier neu gebaut wird und sowas. Weil so viele Städte zerfallen einfach, die so einen altmodischen Stil haben. Oder wenn neue, moderne Häuser hingebaut, guck dir das mal an. Ey, was ist denn da passiert? Aber das ist cool. Mhm. Definitiv ein Wohnhaus. Guck mal, Stefan, du lebst hier oben, ey. Dann musst du diese engen Treppen da hoch. Aber man merkt das Touristische, weil hier nicht so Bars sind oder sowas, ne? Ja. Ich meine, wir haben hier eine Musikschule und sowas, aber halt nicht das typische Stadtgedöns. Genau. Sondern scheint doch eher so, oder zum Besuchen zu sein. Ja, Restaurants halt und Cafés, ne? Ja, genau. Oder. Ola. Ola. Druck mir das auf mein T-Shirt und wollte es nicht mehr sagen. Die Tür, guck dir die Tür an, die ist so winzig. In diesem Land gibt es keine Fetten bisher. Hast du Fette gesehen? Oder Dicke? Ich glaube, Fett kommt nicht so gut. Ich habe bisher keine dicken Leute gesehen. Wir sind aber auch noch so nah an der Pyrenäen, könnte daran liegen, ne? Da musst du mehr Energie aufwenden, um irgendein Zeug zu besorgen oder so. Ja, ja, ist so, sorry. Ist halt so, was denn? In Hamburg in der Stadt ist es leichter, ein Übergewichtiger zu sein, als in den Pyrenäen oder in den Alpen oder so. Aber hier habe ich bisher noch keine Übergewichtigen gesehen. Weil ich frage mich, ob die alle zu Hause sitzen, ne? Oh, okay. Hola, Senor. Aber siehst du, die sagt erstmal nein. Ja, genau wie der Mechaniker. So, nein, du willst mit 30 gehen, nein. Hola, perdón. Hablo solo un poco de español, pero yo quiero practicar. ¿Quieres comer la gato para compartir? Ok, pero no queréis. No lo quieres. No quieres, tú no. Tú no quieres. Tú no quieres esto. Ah, no. Entendido. Lo hemos entendido. Muchas gracias. Me encantó. Y estupendo español. Gracias. Ganz gut Spanisch reden. Da unten ist ein Steinofen. Soll ich schnell Pizza holen? Wir müssen das noch machen. Lass uns erstmal angucken. Ja. Oh, das gibt's ja nicht. Doch, das schmilzt schon leicht, ne? Fuck ja, ich sag's dir, wir schaffen das noch. Ja, yeah, Mann, die Pizza wird so gut schmecken, wenn wir uns den Arsch aufgerissen haben. Fuck ja. Mega. Der Käse, Alter, boah.
Scheiße, ich habe eine Hose angezogen. Was ist los? Die dürfen hier nicht parken, wir müssen abholen. Müssen weg? Okay. Polizei, ja. Und, waren die cool? Ja, mega chillig. Okay, das sah aus wie so eine Routine, ne? Die wurden nicht geschickt, sondern ich glaube, das war Routine. Also die haben nicht gesehen, dass wir hier campen. Ja, gestern Abend kamen ja die Jungs auch noch dorthin, die da vorne standen. Ja. Und die sind heute Morgen auch schon wieder weg gewesen. Das heißt, weiß nicht, ob die hier irgendwelche illegalen Geschäfte gemacht haben. Das sah jetzt so aus, als wäre das wirklich Routine gewesen, dass die hier vorbeikommen und einfach sagen, ne, ne, weg hier. Ja, ich habe das ja gesehen schon, das Auto, die kommen direkt hier hin, stehen, hola señorita, und dann so von wegen, ja, no ja. Okay, dann packen wir die Sachen. Wir stehen auch technisch gesehen im Waldstück, beziehungsweise auf dem Friedhof. Komischer Friedhof. Da vorne wäre das Parken wahrscheinlich noch erlaubt gewesen. Die ja. So wunderschön stehen, da habe ich mir erstmal schöne Delle reingekommen. Du hast dir eine Delle hier reingeholt? Ja, ich bin da richtig schön reingefahren. Boah, ist das schön. Ne? Boah, das ist aerodynamisch. Ich muss das noch auf der anderen Seite machen. Machen, genau. Weißt du, was das ist? Beim Rennfahren macht man das so. Das ist ein Diffusor. Dann hast du mehr Anpressdruck. Das ist eigentlich ziemlich klug. Dann mache ich das gleich. Du bist ja gerne in den Mars. Hast du das gut für? Attention, señorita Vicky, kommunizate con el horno, por favor, señorita Vicky. Hola. Hola. ¿Vais juntos? Yes, sí. Yes. Tak, yes. Go! Alter! Okay. Boah. Chemie. Condor Elite 3000 Draft Set. 75 Euro. Die Illusion, billig einzukaufen. Hier sind sie. Die alten Plastikbecher, eigentlich verboten in der EU. Direkt mal kaufen. Next up, Mega Bazaar. Viele Billigläden hier irgendwie, ne? Mega. Was meinst du, ist das so arabisch oder was? Ist Asia Market? Mir brennen die Augen von den Chemikalien, aber hier wird es immer schlimmer. Oh, abhauen. Wuhu! Da ist sie, die Küste! Wir haben es geschafft! Ja, so, da wären wir. Schön mit Olivenbäumchen im Auto drin. Noch was Geiles, was wir gefunden haben. Die haben hier so Wasserflaschen. Da gibt es so einen Aufsatz. Ich dachte, das wäre eine Pumpe, aber das ist einfach eine Flasche mit Kohlensäure drin, mit der man oben einfach das Ventil öffnet. Da kommt das Wasser daraus geschossen. Das ist echt genial. Das ist so genial. La Casa Siphon. Noch nie gesehen sowas. Noch nie gesehen. Gut, der Parkplatz hier ist nicht eingetragen bei Park4Night. Man kann den auch nicht eintragen. Ich nehme an, das liegt daran, dass hier um die Ecke ein Campingplatz ist und die mit der Stadt zusammengearbeitet haben, um hier bei Park4Night den Bereich zu sperren. Wir haben den per Osmand gefunden. Ja, jetzt geht's eine Runde machen. Die ganzen Geschäfte hier, ne? Guck dir das an. Das hier ist ein Laden. Hola. Die haben einfach so eine Bar reingesammelt. Mega, ne? Imagination. Ja. Abstrakter. Ja. Abstrakter. Nice. Mhm. Sehr gut. Wunderschön. Beautiful. Abstrakte Bilder. Ja, lecker. Mein Book. Oh, wow. Wow. My paintings. Ja. That's beautiful. Do you know if street music is allowed here? No, no. Not allowed? No, no music, painter. No, 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 but she is musician. She can play here. Yeah. It's okay. On the street, like. For the police. For the police. Yes. In this moment, is you know, Crea Cadaqués.
It's not new association for the artist, for the music in the street. Ah, oh, amazing. I'm going to take a picture. You want a sausage on 20 hours for a year. Ah, okay, okay. Una prueba. Yeah, yeah. Believe it. Oh, no, crea cada que... Okay, okay. Meinst du, der greift mich gleich an? Ja, gracias, gracias. Jetzt werde ich sein bester Freund. Guck mal. Gracias. 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 Es posible para mí tocar música aquí? In the street. Okay, yeah. Is it okay? No, the police is problem. Problem, okay. The guitar and the thing. Both. Both y guitarra. Yeah. Ah. Both. Mañana, tomorrow, at the 5 and the club in the Arti Joya. Vienes conmigo y comen. Yo soy guitarrista flamenco. Google Maps? No, cógeme my number. Mm-hmm. Just this. Tomorrow, at the 5 and the club, yo and my friends, tocaremos unas canciones. Okay. Kommt mir manchmal vor, als würde ich deine Reisen dokumentieren, statt meine. Ja, ist schon besser. Ja. Etwas kleiner, mit einem Bäumchen drin, ja, privat, aber ist schon nice, ne? Ja, man, geht in die richtige Richtung. Weiter geht's. Brauchst du ein Fahrrad? Ja. Nee, das hier ist gut. Okay, so langsam sind wir an einem gottverlassenen Ort. Sieht gut aus, ne? Man sieht den Weg so langsam. Hier entlang, da entlang. Wasser. Und dahinter sind voll die krassen Klippen. Boah, da bin ich gespannt, ob wir irgendwie da am Wasser rüberschwimmen oder hier drüber klettern können oder so. So heiß ist es hier schon. Dass du dich anziehst wie so ein arabischer Hirte. Ja, meine Schafe habe ich gegessen, ich hatte Hunger. Das Blut haben wir getrunken, wir hatten sowas. Ja, hola. Is it good there? It's good there? Ja. Perfekt. Is there What? What? A beach on the way? Yeah, it's with a lot of stones on the left side down there. Enjoy. You make it. Okay, bye. Bye. Da unten hat jemand eine riesen Wurst hingemacht. Oder ist gut? Fisch gut? No? No. Ja. No? Okay. Ich wette mit dir, es war der alte Mann, der diese riesen Kackwurst da hingesammelt hat. Boah, guck dir das mal an. Ah ne, da ist eine Qualle unten, das sehe ich. Schade. Das wäre ja mega geil. Boah, mega scharfe Steine. Also sicher ist das nicht. Aber schön. Ja, ich würde sagen, wir sind an der Klippe angekommen. Sie kämpft sich da immer noch hoch. Mit den Schuhen stecken geblieben. Echt? Wir fahren als nächstes die spanische Küste weiter runter. Wir haben viele Tipps auch von der Sonja, ne? Die uns da die ganzen kleinen Dörfer und Städte empfohlen hat. So, aber für dieses Video soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne Kommentare. Wie immer lese ich die mir alle durch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns unterwegs.